Hallo zusammen und willkommen zu meinem ersten Video in 2022. Frohes neues Jahr wünsche ich euch allen noch. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Alles Gute für 2022. Vor allem bleibt gesund. Man kann nur hoffen, dass es im neuen Jahr etwas bergauf geht, gerade mit Corona, und dass alles etwas positiver aussieht. Ja, den ersten Windpark, den ich im neuen Jahr besuche, ist der Windpark Pellingen im Kreis Trier-Saarburg. Extrem spannender Windpark, wieder sehr viele verschiedene, unterschiedliche Anlagengenerationen hier. Echt noch ein paar alte Kisten dabei, aber auch seit letztem Jahr ein paar Anlagen der Multi-Megawatt-Klasse. Echt wieder ein geiler Vergleich zwischen alten und neuen Anlagen. Ja, was steht hier so rum? Ja, hier vor mir Nordex N60 bzw. 62, beide hier vertreten im Park, 1300 kW. Das sind von 2001 bzw. 2002. Geile alte Kisten, ey, echt. Ja, und seit 2021 stehen hier auch G-Cypress. Drei Stück, 5.5, 158. Geile Teile. 161 bzw. 121 Meter Nabenhöhe. Zwei Stück haben 161, eine 121 Meter Nabenhöhe. Das sieht auch echt geil aus. So ein Riesenteil auf so einem kleinen Turm. Krass. Ja, sind jetzt auch die ersten G-Cypress, die ich in Deutschland laufen sehe. Einölen habe ich es leider noch nicht geschafft. Ja, hier drüben geht's weiter. Hier stehen noch Südwind S70, zwei Stück, 65 Meter Nabenhöhe. Eine Enercon E82. Und hier drüben auch nochmal Nordex N60 bzw. 62. Optisch kann man die, glaube ich, jetzt nicht so gut voneinander unterscheiden. Höchstens am Turm, wo die Seriennummer steht. Muss ich gleich nochmal schauen. Ja, ihr merkt schon, extrem stürmisch heute. Geht super viel Wind. Heute spielt das Wetter zum Glück mal mit. Die letzten Wochen war es echt super neblig. Man hat echt gar nichts gesehen. Deshalb bin ich echt froh, dass heute so gutes Wetter ist. So, ich stehe jetzt hier unter einer kleinen N60 und die gibt echt verdammt Gas. Schaut euch das mal an. Krasses kleines Teil. 69 Meter Nabenhöhe, 1300 kW. Quasi eine baugleiche Anlage zu den N60, die sie jetzt in Ettenheim in der Nähe von Freiburg repowered haben für die Enercon E160. Boah, gibt die Gas, ey. Krass. Aber finde ich immer geil, wenn man so den direkten Vergleich hat zwischen alter und neuer Anlagengeneration. Ja, da drüben ist jetzt die neue Generation. G-Cypress 5.5 158. Ich dachte eigentlich, dass sie schneller läuft bei dem Sturm, aber die läuft relativ langsam. Man sieht auch, dass sie die Blätter ganz schön aus dem Wind pitcht. Das Maschinenhaus sieht echt aus wie so ein Lego-Klotz, wo man ein paar Klötze vergessen hat. Aber was mich freut, sie haben das Maschinenhaus echt nochmal komplett umdesignt. Sieht jetzt nur noch aus wie ein Container und nicht mehr ganz so eckig. Nochmal schön die anderen beiden. Richtig geil, die mal laufen zu sehen. Ja, da werde ich jetzt mal hinlaufen. So, ich habe hier nochmal angehalten. Das ist nämlich auch echt ein richtig geiles Bild. Hier hat man nämlich den direkten Vergleich zwischen Nordex N60 und direkt hinten dran der G-Cypress. Richtig geiles Bild. Hier die kleine Nordex und hinten dran dann die fette G. Ja, schon krass, wo die Anlagenevolution die letzten
20 Jahre hingegangen ist, schon echt Wahnsinn. Ja, hier drüben die beiden anderen G. Drei Stück, wie in Einölen. Eine vierte ist, glaube ich, noch in Planung, habe ich gehört. Sieht schon echt geil aus mit dem kleinen Turm. Da werde ich mich echt gleich mal drunter stellen. So, ich stehe jetzt hier bei den beiden G Cypress. Die hintere 121 Meter, die vordere 161. Schon krass, nochmal 40 Meter höher. Schon echt Wahnsinn. Was ein Gigant. Krasses Teil. Die ist auch echt ganz schön laut, muss ich sagen. Also nicht nur jetzt das Rauschen der Rotorblätter, weil es so windig ist, sondern einfach ein sehr, sehr lautes mechanisches Geräusch irgendwie. Also Maschinengeräusch. Weiß jetzt nicht, ob man das hört. Vielleicht hört man es gleich, wenn ich mal drunter stehe, aber schon echt laut. Aber trotzdem geil. Ja, Einölen habe ich es leider noch nicht hingeschafft, um die G mal laufen zu sehen. Ja, da war auch das Problem, da hatten alle drei Anlagen in Generatorschaden, habe ich gehört. Oder irgendwas im Maschinenhaus, ich bin jetzt nicht genau sicher, ob das der Generator war. Auf jeden Fall hatten die alle drei einen Schaden und eine musste sogar demontiert werden. Also, ja, krass. Aber vielleicht sind das so die Kinderkrankheiten. Es waren G5.3 allerdings. Vielleicht hat man es bei der G5.5 besser gemacht. Bin ich sicher. Ja, ich bin echt mal gespannt, wie das mit den G ist, was da die Erfahrungen so zeigen werden. Ob es genauso eine Katastrophe wird wie bei den 2.75 oder ja, ob die Cypress hier einfach besser performen. Würde mich natürlich freuen, wenn das nicht so eine Katastrophe wäre. Naja, ich werde jetzt mal mich drunter stellen. So, ich stehe jetzt unter der größeren der beiden G-Anlagen. Schaut euch an, das Monster. Wahnsinn, ein Riesenteil. Die pitcht auch echt ganz schön die Rotorblätter aus dem Wind bei dem Sturm. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hört, dieses laute Geräusch, von dem ich gerade eben gesprochen habe. Ja, dieses, ja, einfach ein sehr lautes Maschinengeräusch. Hört sich fast an wie ein Flugzeug. Das hört sich echt nicht so gesund an. Aber naja, das sind halt G-Anlagen. Die 2.5er, 2.75er sind ja auch echt super laut. Die laufen nicht so schön ruhig wie eine getriebelose E138. Schon echt krass, diese riesigen Rotorblätter. An sich eher nach hinten gebogen, aber die Blattspitze eher nach vorne. Sieht schon echt cool aus. Ja, da hinten jetzt die kleinere Anlage. Da werde ich mich jetzt gleich mal drunter stellen. Von hier aus hat man jetzt auch noch mal einen schönen Ausblick auf die anderen Anlagen. Hier die andere Cypress. Da die Nordex. Und hinten dran ist auch noch ein Windpark. Das ist der Windpark Konz. Da stehen auch nochmal E82 und E53. Ja, mit der Drohne war ich gerade eben oben. Es ist echt verdammt stürmisch. Der Akku geht verdammt schnell leer. Und ja, die Drohne hat echt zu kämpfen bei dem Sturm. Muss ich echt gucken, ob ich das irgendwie hinkriege. Ja, jetzt nochmal schön von der Sonne angestrahlt. Aber schon echt gigantisch von den Ausmaßen her. Schon echt krass.
Ja, dann laufe ich mal noch zur kleinen Anlage und werde mich da nochmal drunter stellen. Sieht bestimmt auch echt ziemlich geil aus. So, jetzt stehe ich nochmal in der Nähe von der kleineren Cypress-Anlage mit 121 Meter Nabenhöhe. Die hat einen Stahlturm. Sind, glaube ich, 6 Stahlsektionen, wenn ich mich nicht täusche, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ja, ich weiß jetzt auch nicht genau, warum man die auf einen Stahlturm gebaut hat und nicht auf einen Max Bögel wie die anderen beiden. Vielleicht Schall oder Schatten. Der nächste Ort ist jetzt nämlich auch nicht so weit weg. Da hinten, das müsste dann Pellingen sein. Keine Ahnung, warum sie jetzt so einen kleinen Turm hat. Aber sieht auf jeden Fall geil aus, wenn die Rotorblätter so weit runterkommen bis zur roten Markierung. Quasi wie der Prototyp in Wieringer Meer von der Cypress, unter dem ich auch schon mal stand. Ja, hier sieht man nochmal schön das eckige Maschinenhaus. Ja, Betreiber ist die WEAG Future Energies AG. Bin ich auch echt froh, muss ich sagen, dass sie das Maschinenhaus nochmal umdesignt haben. Ich bin jetzt echt nicht so der Riesenfan von diesem Maschinenhaus. Ist halt schon echt richtig eckig. Aber geil, die kommen echt richtig geil zur Geltung, die riesigen Latschen bei dem kleinen Turm. So, ich stehe jetzt hier nochmal auf der anderen Seite. Von hier aus hat man echt nochmal einen schönen Überblick über den gesamten Park. Hier die Südwind S70. Auch cool, die alten Dinger immer noch zu sehen. 65 Meter Nabenhöhe. Die hat auch echt schon ziemlich Belag auf den Rotorblättern. Sieht nicht mehr so neu aus. Ja, hinten dran die beiden Nordics N60, N62. Ich habe leider noch nicht rausgefunden, welche die N62 ist. Aber optisch sieht man das, glaube ich, auch nicht so. Ja, hier hinten nochmal die beiden G-Cypress. Das sieht schon echt geil aus, wie langsam die sich drehen, trotz dem starken Wind. Ja, ich stehe hier jetzt auch nochmal unter einer Nordex. Die ist echt verdammt laut, ey. Schon echt krass, wenn man die Entwicklung so vergleicht. Die Nordex Delta 4000, N149, N163. Was das ein Riesensprung ist, schon echt krass. Ja, was ich auch gesehen habe, die Anlage ist schon echt kräftig ölverschmiert. Das sind ja Stallanlagen, das heißt, die pitchen die Blätter nicht aus dem Wind, sondern die können die Rotorblattspitzen mechanisch aus dem Wind drehen. Und da ist scheinbar schon ein bisschen Öl ausgelaufen. Ja, hier die E82. Die gibt auch echt ganz schön Gas heute. Hier drüben dann nochmal zwei kleine Nordex-Anlagen. Ja, auf jeden Fall sehr spannender Windpark mit den unterschiedlichen Anlagengenerationen. Da drüben steht die andere Cypress. Ja, eine vierte Cypress ist ja auch noch in Planung. Bin mal gespannt, wo die dann hin soll. Hier hinten ist noch ein anderer Windpark. Das ist der Windpark Konz. Gleicher Betreiber. Stehen auch drei Enercon E82 und drei Enercon E53. Ja, ich werde mich dann verabschieden an dieser Stelle. Es ist echt verdammt kalt mit dem Wind. Ja, ich hoffe, es hat wie immer gefallen. Gerne Kommentare schreiben, Kanal abonnieren, wenn ihr mögt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis bald. Thank you.
Thank you.